Habt ihr noch auch schon überlegt, ob es heutzutage noch das Richtige ist, ein Goldvreneli oder eine Unze zu verschenken? Dann seid ihr bei uns richtig. Herzlich willkommen bei «Anlegen mit Weitblick», heute mit unserem Leiter Portfolio-Management, mit Danilo Liloyan. Danilo, bevor wir die Goldfrage klären, das halbe Jahr ist durch im 24. haben wir einen Blick auf die verschiedenen Anlagenklassen werfen. Ja, sehr gerne. In der einblendenden Grafik siehst du, wir haben die wichtigsten Anlagenklassen aufgelistet. Da sehen wir auf den ersten Blick, die Aktien sind sehr stark gelaufen, die blauen Balken. Allen voran der US-Aktienmarkt mit 22,4%, aber auch die Schwellenländer mit fast 15% sind gut gelaufen. Der Schweizer Aktienmarkt und der europäische haben zwischen 9 und 12,5% können performen. Die Immobilien Schweiz ca. 5%. Und bei den Obligationen, wenn man genauer hinschaut, sieht man ein gemischtes Bild. Und am Schluss, last but not least, haben wir das Gold mit starken 19,8%. Mhm. Man sieht, die Performance von Gold war in diesem halben Jahr stark gewesen. Dazu gibt es noch eine Zuschauerfrage. Und zwar möchte die Lea aus Winterthur gerne wissen, ob ihre Goldunze, die sie vor über 10 Jahren geschenkt bekommen, an Wert zugenommen hat. Ja, die Lea kann Freude haben. Ihre Goldunze hat sehr stark an Wert zugelegt. Das sehen wir in der nächsten Grafik. Das ist der Goldunzenpreis in den letzten 10 Jahren. Das fängt bei 1'300 Dollar pro Unze an und hört jetzt bei über 2'400 Dollar pro Unze auf. Wir haben auch die wichtigsten Einflussfaktoren eingeblendet in diesen grauen Balken. Der schmale erste Balken zeigt, wie der Goldpreis angestiegen ist bei der Eskalation des Ukraine-Konflikts. Dann der zweite Balken zeigt die schrittweise Erhöhung der Leitzinsen in den USA. Und Gold als zinsloses Edelmetall kann hier natürlich nicht profitieren. Und der Goldpreis ist hier sehr unter Druck gekommen. Der letzte Balken zeigt den Nahostkonflikt, die Zukäufe der Zentralbanken, aber auch sinkende Zinsniveau. Das hat regelrecht den Goldpreis weiter beflügelt. Man sieht, Gold ist auf einem Allzeithoch. Aber dann frage ich mich schon auch, kann das so weitergehen? Ja, ob sich auf diesem allzeithohen Niveau noch lohnt, in Gold zu investieren, ist schwierig zu einschätzen. Was man sicher kann sagen kann, die geopolitischen Spannungen, die einen Goldpreis ja stützen, die sind nach wie vor präsent. Sinkende Zinsen und eine Abwertung vom US-Dollar könnten den Goldpreis noch weiter stützen auf diesem hohen Niveau oder sogar noch ein bisschen nach oben treiben. Was natürlich ein weiterer Faktor ist, bei so einem Edelmetall, wenn man das geschenkt bekommt in Form von einer Münze oder ein Goldbärli, hat das natürlich auch einen emotionalen Wert. Das ist etwas, das in der Zeit beständig bleibt und man tatsächlich noch physisch in der Hand haben kann. Mhm. Und den emotionalen Wert kann man natürlich nicht gegen einen Geldwert aufrechnen. Ja, kommen wir noch zu unserem Vermögensverwaltungsmandat. Hat es da Änderungen in der Positionierung gegeben? Nein, zum letzten Monat hat es keine Veränderung gegeben. Wir unterstützen somit die bisherige Ausrichtung. Was erwähnenswert ist bei der Positionierung anhand der eingeblendeten Tabellen, sieht man, wie unser Vermögensverwaltungsmandat aufgebaut ist, anhand der wichtigsten Anlageklassen für Fokus Schweiz und für ein Anlegerprofil, das ausgewogen ist. Dort sehen wir zum Beispiel unsere Aktienpositionierung, die ist neutral bei 50%. Bei der Länderaufteilung sehen wir das größere Potenzial aktuell beim Schweizer Aktienmarkt, der defensiv ist, und bei den Schwellenländeraktien. Wo wir weniger Chancen sehen für die Zukunft, ist aktuell bei den europäischen Aktien und bei den US-amerikanischen Aktien. Bei der nächsten Grafik sehen wir auch einen von diesen Gründen, wieso wir bei den US-Aktien noch skeptisch sind. Auf dieser Grafik sieht man bei der hellblauen Linie den US-Aktienmarkt, der vom einen Höchststand zum nächsten klettert. Und die dunkelblaue Linie zeigt den Citigroup Economic Surprise Index. Der Index zeigt, ob die wirtschaftliche Entwicklung zu den Prognose passt, ob das zutrifft. Also wenn der Index positiv ist, hat die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung besser performt als Prognose. Wenn es negativ ist, dann hat man die Erwartungen nicht können treffen. Und da sieht man jetzt gut, seit dem Mai ist die Schere extrem weit auseinandergegangen.
Das heisst, aktuell haben wir eine Diskrepanz zwischen auf der einen Seite der Wirtschaft und auf der anderen Seite der Aktienmarkt. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend nicht nachhaltig ist und nicht lange so weitergehen kann. Und dementsprechend bleiben wir bei den US-Aktien vorsichtig positioniert. Mhm. Merci, Danilo, für deine Einschätzung. Habt auch ihr eine Frage zum Marktgeschehen? Dann stellen die gerne an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Die beantworten wir dann gerne das nächste Mal bei Anlegen mit Weitblick.